83, 88, 97, haben wir hier gleich 100, oder? 101, herzlich willkommen. Schöne Grüße noch aus Nevada. Aber ich habe ja schon angekündigt, Schnauze voll von Las Vegas, Schnauze voll von Nevada. Und ich verlasse diesen Bundesstaat heute. Wohin geht's? Los Angeles? Nein. Aber ich kann euch beruhigen, ich bin in circa 7 Stunden wieder zurück. So, wir machen heute einen Ausflug und zwar zum Antelope Canyon und zum Horseshoe. Wir werden tolle Videos aufnehmen. Antelope Canyon, wer das nicht auf dem Schirm hat, wenn ich richtig liege, ist das sogar die eine Stelle, wo wir hinfahren, wo Britney Spears mal ein Video gedreht hat, was so richtig cool aussieht, wo man zwischen zwei Schluchten steht und die Schlucht ist 5 Meter breit oder so und geht 30 Meter nach oben, knallrote Felsen, wie in etwa im Valley of Fire. Oder war ich schon? Ich war noch nie da. Und heute machen wir eine Tour dorthin mit so einem kleinen Flugzeug, wie es dort steht. Warte mal, wir drehen nochmal um. Ich vermute mal, es wird so eine Maschine hier sein. Propeller. Wann bin ich das letzte Mal Propellermaschine geflogen? Sehr, sehr lange her. So, und ansonsten sind wir am Flughafen nicht in Las Vegas, sondern in Boulder City. Bei Papillon, da wo wir auch die Helikopterflüge buchen in den Grand Canyon. Antelope Canyon ist voll toll. Wir haben dort ein paar Jahre die Fototour gebucht. Das war wirklich sein Geld wert. Ja, das werden wir jetzt mal sehen, ob sein Geld wert ist. Weil die Tour nehmen wir dann demnächst auf die Homepage mit drauf. Es wird auch noch eine neue Homepage von mir geben, wo es rein um Flüge in den Grand Canyon, in den Antelope Canyon geht, mit Hubschrauber, mit Flugzeug. Ja, gibt ein paar Veränderungen. Du hoffst in 7 Stunden wieder da zu sein. Ja, 16.30 Uhr sind wir wieder zurück. Wir haben Selbstanreise nach Boulder City. Deswegen, der Flug geht hier um 10 Uhr los. Guck mal, wie klein so eine Maschine ist. Weiß nicht, ob das unsere ist. Gucken wir mal. Nee, der dreht sich schon weg. So, Tschüssikowski. Ja, und wenn wir in 7,5 Stunden da sind oder in 8, ist das auch egal. Wir werden jedenfalls checken, wie lange ihr denn insgesamt unterwegs seid, ob es sein Geld wert ist. Ihr werdet ein tolles Video sehen. Carina wird es schön zusammenschneiden. Und oh, dieser Kerosingeruch. Herrlich, ich liebe es. Ich würde am liebsten, hätte ich keinen anderen Job, würde ich sehr gerne auf dem Flughafen arbeiten als Ramp Agent. Und zwar hier vorne auf dem Vorfeld so alles organisieren. Wer die Koffer einlädt, wann das Flugzeug betankt wird, wann die Reinigungscrew kommt und so weiter. Das wäre cool. So, wir gehen mal runter, dann zeige ich euch mal das Terminal. Wir haben ja hier schon mal einen Stream gemacht, das ist eine ganze Weile her. Kameras sind alle 100% aufgeladen. Carina hat sich eine neue GoPro geholt. Wir sind damals mit dem Auto dahin gefahren, 1000 Kilometer an einem Tag. Ja, deswegen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das mit dem Flugzeug machen, weil an einem Tag dorthin zu fahren und wieder zurück, das ist nicht schön. Also wenn ihr dorthin wollt, ich war ja schon mal am Horseshoe, das machst du nicht an einem Tag, das ist nicht schön. Deswegen, wenn ihr dahin fahrt, macht eine Rundreise und dann macht eine Übernachtung am Grand Canyon, eine in Page. Am Horseshoe und dann macht er noch Monument Valley mit dazu. Aber so an einem Tag hin und wieder zurück, um Gottes Willen. So, gucken wir mal, was hier drin aussieht. Sind wir schon aufgerufen worden? Nö, ne? So, guck mal, hier habt ihr einen Kaffee. Guck mal bitte, ob das unsere Tour ist, ob die mit dem goldenen Sticker sind, dass wir schon aufgehört haben.
Nee, sieht nicht so aus. Oder? Ist ja der nicht für uns. So. Die gehen jetzt, glaube ich, in den Heli rein, oder? Gucken wir mal hier vorne. Das sieht gut aus. Ach, hier vorne sind welche Heli-Tour. Die sind nur zu viert. Natürlich auch cool. Und die geht zu dem nächsten Heli hin. So, dann sehen wir gleich noch einen Heli starten. So, wir müssen mal gucken, wie lange wir online bleiben können, weil wir werden natürlich gleich aufgerufen. Und ich weiß nicht, ob ich währenddessen filmen kann. Das müssen wir mal kicken, weißt du? So, ansonsten können wir uns ja erstmal kurz hier hinsetzen. Und dann könnt ihr ja Fragen stellen, während wir warten, ob der Heli startet. Habe ich letztes Jahr bei dir gebucht, war mega, aber nicht in den Antelope Canyon. Weil die Tour habe ich bisher nicht angeboten. Ich habe die auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wir sind jetzt aber die Tage mal die ganzen Touren durchgegangen, die so angeboten werden. Und da kam Carina das in dem Sinn, wieso hast du denn das nicht im Angebot? Sag ich, so eine Flugzeugtour jetzt dahin. Ja, müssen wir unbedingt machen. Also machen wir das und gucken uns das an. Wie bei Las Vegas. Ziehst du um? Andy, hättest du den Stream von Anfang an eingeschaltet, hättest du deine Antwort. Welche Antelope Canyon hast du gebucht? Mit dem Flugzeug hin? Ich glaube, es gibt nur mit dem Flugzeug hin. Und dann inklusive Horseshoe. Ich glaube, es gibt nur eine Tour zum Antelope Canyon. Also mit dem Flugzeug, nicht mit dem Bus. Das tue ich mir nicht an. Ich fahre da keine 1000 Kilometer am Tag. Oder noch mehr, um mir... Also, ich könnte mir jetzt was anderes vorstellen, als 12 bis 14 Stunden im Bus zu sitzen. Gerade wenn man Urlaub hier macht und vielleicht 3 Tage in Vegas ist, ich glaube, dann sollte man lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und mit dem Flieger dahin, anstatt ein Dreivierteltag im Bus zu sitzen. Aber ihr landet dort und geht in den Antelope Canyon rein, hoffe ich doch. Ja, das ist alles. Das hoffe ich auch. Ich weiß es nicht, aber ich gehe sehr stark davon aus. Zumindest haben wir Eintrittsgeld dafür bezahlt. Und Carina hat schon geguckt, von dem Flughafen bis zum Antelope Canyon sind es irgendwie 7 Minuten. Und von dort, da ist jetzt ein kleines Flugzeug. Wartet. Und von dort bis zum Horseshoe sind es 8 Minuten. Also das ist alles in einem Umkreis. Na, wo haben wir da? Wusste nicht, dass man auch hinfliegen kann. Ja, ich wusste das auch nicht, weil ich es nie auf dem Schirm hatte. Und das wird sich jetzt aber ändern. Und ich werde euch berichten, ob das empfehlenswert ist oder ob das nicht empfehlenswert ist. Weil ich tatsächlich nur Touren anbiete, wo ich auch dahinter stehe. Ja. Sag mal, du hast in die Liste reingeschaut. Ist es der einzige Flug dahin? Oder bieten die... Und dann gibt es noch vom Grand Canyon, glaube ich, selber dorthin, oder? Ja, wenn man am Grand Canyon ist, dann kann man auch noch hinfliegen. Weil dann bist du eh in der Nähe. Was ist cool? Warte mal. Das ist cool, wenn du das anbietest. Ja. Wohin geht's, René? Antelope Canyon und Horseshoe. Die Leute fragen, ob wir auch in den Antelope Canyon reingehen. Ja, ich glaube schon. Du glaubst auch, ich glaube auch. Ja. Hallo ihr beiden, bin gerade aus deiner alten Heimat zurück. Warst du hier, Stefan? Ach nee, Berlin. Meine alten Heimat. Wir hatten im Upper Canyon eine Tour für Fotografen, war herrlich. Wir haben uns richtig geil Platz fotografiert. Okay. Aber ein Roadtrip dahin mit dem Auto, wenn man Auto fahren mag, sehr nice. Ja. Wie lange geht der Flug? 40 Minuten? Ich glaube 40 Minuten. Ich sag ja, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ihr macht eine Rundreise, dann macht das mit dem Auto, sofern das da wirklich so toll ist, wie sie alle sagen. Aber von hier aus brauchst du ja 5,5 Stunden. 5,5 Stunden, one way, von hier bis dorthin.
Also 5,5 Stunden hin, 5,5 Stunden zurück. Noch keine Tankpause, noch kein Pipi, gar nichts. Das heißt, du sitzt 11 Stunden im Auto, ohne Stau und warst noch nicht eine Minute vor Ort. Hallo René, wann kommt das Video zu Area 51? Ja, ich habe so viel, das wird erstmal nichts. Das, weil das Video muss ich zusammenschneiden. Ich habe keine Zeit, Videos zusammenzuschneiden. Das wird wahrscheinlich auch das nächste halbe Jahr nichts werden. Wir können es mal im Winter angehen, wenn vielleicht weniger los ist. Oder du buchst einfach die Tour von der Area 51. Wenn du im Hochsommer zum Horseshoe gehst, ordentlich Wasser mitnehmen. Ja, ich war da schon beim Horseshoe. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Da muss man ordentlich laufen und sehr, sehr beeindruckend. Der Ausflug damals ging 15 Stunden lang. Ja, das ist genauso, wie mich Leute fragen, René, bietest du Touren nach Los Angeles an? Nein. 4,5 Stunden hin, 4,5 Stunden zurück. Sitzt du 9 Stunden im Bus und warst noch nicht am Rodeo Drive, noch nicht am Hollywood Sign, Hollywood Boulevard, Santa Monica Pier, kommt alles noch on top. Deswegen Los Angeles bitte mit Übernachtung machen. Selber einen Mietwagen nehmen oder mit dem Flieger einen Tag hin, 1-2 Tage da bleiben. Ich würde 3 Tage empfehlen, einen Tag die Stadt angucken, nächsten Tag unbedingt Universal Studios und den anderen Tag nochmal freie Gestaltung und dann wieder zurück. Das ist meine Empfehlung. Bei Dennis und Sandra eine Tour machen. So, jetzt startet der Heli da gleich. So, das gucken wir uns nochmal an, oder? Ich liebe Helikopter. Oh, jetzt sind wir schön angeknallt hier. Was ist mit dem Sitz von Siegfried und Treu? Da wolltest du doch nie ein Video machen. Was habe ich nie ein Video machen? Nee. Noch ein Video machen, ja. Ich war tatsächlich drinnen, sogar mit Carina. Wir haben eine ganz private Tour bekommen bei Siegfried und Treu. Und ich kann euch sagen, ich durfte Aufnahmen machen, die kein TV-Sender hat oder keine andere Privatperson. Denn ich konnte ganz allein in den alten Tigerkäfigen drinstehen, oben bei Siegfried und Roy oder bei Roy sein Zimmer, unten bei Siegfried sein Zimmer, Badezimmer, Küche. Ich durfte alles in Ruhe fotografieren und filmen. Hab aber Verbot bekommen, das zu veröffentlichen, solange das Gebäude nicht verkauft ist. Da es jetzt aber verkauft ist, könnte ich es veröffentlichen, mache ich aber noch nicht, weil ich, sagen wir mal so, mit dem TV-Sender gerade noch am Quatschen bin. Und eventuell machen wir da eine kleine Story draus, steht aber noch nicht fest. Und ansonsten kommt das Video irgendwann bei YouTube. Hinter mir die Poolanlage von den weißen Tigern von Siegfried und Roy. Schaut euch das mal an, wie toll die das gehabt haben. Da stehe ich einfach im Garten von Siegfried und Roy im Dschungelpalast. Das ist ja unglaublich. Echt Wahnsinn, was mein Job mir alles ermöglicht. Ich freue mich so, wir fliegen nächsten Monat in den Grand Canyon. Für mich das erste Mal. Ja, das ist wirklich, Lisa, das ist der Hammer. Guckt euch das an jetzt hier. So sieht's dann aus, Lisa. Wann geht's los? Um 10 Uhr Ortszeit. Gold Stickers, jetzt werden wir aufgerufen. Müssen wir da hin? Ja, ich muss ja hier filmen. Guck mal, wie der gleitet. So. Goldsticker. Hi. I
Eine Stunde fliegen wir hin. Okay, könnt ihr verschiedene Sprachen auswählen? Perfekt. So. Ja, aber wir sind nicht viele Leute, ne? Sechs Leute sind wir. Das ist geil. Jetzt gucken wir mal, wie groß der Flieger ist. Wir nehmen euch live mit. Ihr kommt am 11. Mai. Sehr gut. So, dahin geht der Heli weg. Ja, mit sowas werdet ihr denn zum... Nein, werdet ihr natürlich nicht. So. Ich glaube, das ist das weiße Flugzeug hier. So, da könnt ihr direkt hier auf dem Vorfeld sein. Und da startet der nächste Heli. Da hinten. So sieht das Terminal hier aus. Ne, der startet jetzt. So. Oh Gott. Ach so, wichtig ist, die Flügel sind oben, weil dann kannst du nämlich besser rausgucken. Ja, wir brauchen keine Picture, ne? Du willst, ich habe das Ding in der Hand hier. Willst du ein Foto davor haben? Dann geht er nicht, du sollst ja von dir nicht kaufen. Machen wir, wenn wir da sind, wenn wir gelandet sind. So. Bisschen Schiss habe ich ja in so einer Propellermaschine. Das ist nichts für Nico, schreibt Manu. So. Weiß ich doch nicht, ob du das darfst. So, da hinten ist der Heli, der jetzt gleich abhebt. Nur ein Motor. Wenn der ausfällt, ist natürlich der Vorteil, dass der noch segeln kann, ne? Für den Piloten hier. Sag mal, sind hier nur so wenig? 1, 2, 3, 6 Leute. Ellen und Sylvie? Gehen wir in die zweite Reihe. Die erste Reihe bleibt. Guck mal, wie das Ding wackelt. Yes? Wir sind gleich in der nächsten Reihe. I'm sorry? No, I talk in German. Oh, okay. Leute. Hat die dann Fensterplatz? Ja. So, ich setze mich rechts hin. Leute, Leute, Leute. Oh Gott. Oh Gott. So was bin ich auch noch nicht geflogen. So, hier der Vorteil mit dem Flügel. Da habe ich gesagt, der Flügel ist oben. Das heißt also, ihr könnt schön runter gucken. Und was kostet der Flug? 699 pro Person? Was kostet der Flug? Das, guck mal, hier passen auch maximal 8 Leute passen rein. So, wenn der Pilot ausfällt, da vorne, dann haben wir... Dann übernimmst du. Ja, und jeder hat einen Fensterplatz. Also ihr braucht keinen Fensterplatz extra reservieren, weil eh jeder am Fenster sitzt. So, müssen wir uns hier anschnallen? Ja. So, dann schnallen wir uns mal an. So, mit dem Gimbal in der Hand. Wartet mal kurz. Ich muss euch mal kurz hier... Kurz hier. So, ihr habt denn hier...
Achtung, passt auf. Zum Einstellen die Sprachen. Hier habt ihr den Kopfhörer. Und dann solltet ihr die Tour auch auf Deutsch haben. $699 oder $96? $699. Für $96 steigst du hier in kein Flugzeug oder Hubschrauber ein. $699. So, jetzt geht das los hier. Eine Stunde. Überleg mal, die nehmen jetzt hier 700. Boah, das wackelt ja jetzt schon. Mal 6 Leute. Hast du Schiss? Ein bisschen schon. Also mein, guck mal, wackelt deine Arme? Der Sitz wackelt, ja. Oh Gott. Alright everybody. 4 X's in the aircraft, 2 in the back, and the 2 up here. In case of a water landing underneath your seat, there is a flotation device. To use it, it's just like the regular airlines. Put it over your head, wrap the strap around your waist, and pull the tab on the way out the door. There's a first aid kit up here, as well as a fire extinguisher. And in the case of any kind of turbulence, you guys feel sick, in the seat back pocket, there's a white little bag we call the sick sack. Okay, also wenn euch übel ist, habt ihr... Fold it over and take it with you on the way out. Habt ihr hier die Kotztüte. System, it's going to be 1 for English, 2 for German, 3 French, and 4 Korean. That'll be about a short hour flight, and I'll talk to you guys when we get in here. So, also Nummer 2 ist für Deutsch, 1 ist für Englisch, 3 Französisch und 4 Koreanisch oder was auch immer. Wenn noch Turbulenzen kommen, dann bin ich die Erste, die heult. Ja, du hast ja eine Kotztüte. Nicht die Kotztüte. Bald wird es richtig heiß, großartiges Klima. So, enjoy. Ja, das hoffen wir mal. 152 Leute gucken zu, wie wir hier gleich absegeln. So, wir werden den Start, wir werden das alles filmen, ne? Solange ich online bin, werden wir das hier alles filmen. Also beim Absturz auch. Nein, sag mal, wir werden noch nicht abstürzen. Es ist schon sehr warm hier drin. Da kann man schöne Klimaanlage anmachen. So, wie sieht's aus mit den Sicherheitseinweisungen? So, das sieht auch schon. Oh, jetzt geht der Propeller an. Da, guck da. So, falls irgendwas passieren sollte, es war nett mit euch. Ich sitze auf, hier stehen noch nicht mal Nummern. 3A. Ich sitze auf 3A. Mein Platz ist vorne rechts. Ich habe ja tatsächlich mal einen Simulatorflug gemacht in Berlin und zwar zu meinem 16. oder 18. Geburtstag. Ich glaube, es war mein 16. Geburtstag. Hat mir meine Mutter damals geschenkt. Sehr, sehr geil. Bei der Lufthansa in Berlin, Schönefeld. Schweineteuer. Ich muss das aber noch mal irgendwann machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ganz so teuer. Das hat damals... Ich muss lügen, 500 D-Mark gekostet für 2 Stunden, auf dem Geld. Überleg mal, ich bin 44, wie lange das her ist. Und dann konntest du ein richtiges Flugzeug fliegen mit einem Piloten und der hat dir genau erklärt, was du da machen musst. Sehr, sehr beeindruckend. Gut, dass wir darüber mal reden, muss ich nochmal buchen. Danke, dass wir dich kennenlernen durften. Bitteschön. Frag mal, ob du ans Steuer darfst. Nee, wir müssen angucken. So, da ist schon mal das Satellitenbild an. So, guck mal da. So laut ist das gar nicht, oder? Das Flugzeug? Kann man da ranzoomen? Da. Aber jetzt mal ernsthaft, wir haben nur einen einzigen Piloten. Das heißt, wenn dem irgendwas passiert, dann haben wir die Arschkarte. Oh, dieser Kerosingeruch, ich liebe das. Nur ein Pilot, genau, nur ein Pilot. Das haben wir jetzt auch mal festgestellt. War eine wunderschöne Zeit mit dir, René. Bye, bye. Dankeschön, so soll es sein. Unvergesslich. Oh, unvergesslich wie diese Tour. Was denn, oh Gott. Jetzt rollen wir. Leute, wir rollen. Guckt euch das an. Lebe wohl, René, na sage mal. Ja, sag mal, was ist das denn? Das ist normal. So, pass mal auf, ich nehme das jetzt mal aus dem Gimbal hier raus, weil sonst wird's eh nichts. Deswegen verwackeln wir jetzt mal ganz kurz. So.
jetzt macht er die Klima an, so, der hat Kopfhörer auf. Leute, ist das geil. Da runter kommen wir immer. So, die einzige Hoffnung ist ja, das Flugzeug ist nicht das Neueste. Dass es schon so viel Erfahrung hat, dass es nicht abstürzen kann. Weil sonst wäre es ja nicht so alt. Die anderen Flugzeuge halten ewig. Geht Mountain Down, sozusagen. Geräusche hören sich nicht gesund an. Alle gut. Es wird doch alles gut. Viel Spaß, wird bestimmt gut. Denke ich auch. Sieht man auch auf Flightradar 24, das könnte durchaus möglich sein. Geht mal auf Flightradar 24 und dann geh auf Boulder City und wir sind jetzt auf der Runway. Flugnummer TL-4713 von der Boeing 800. Das ist eine Boeing. Oder Airbus? Mit den Dingern, die in nach Vegas kommen, sind auch 20 Jahre plus, ja. Keine Instruction vorher haben wir bekommen. Der hat uns erklärt, Schwimmwesten sind unterm Sitz, weil wir eine Wasserlandung machen müssen. Wir fliegen ja über den Lake Mead. Ich glaube, wir fliegen sogar über den Grand Canyon. Und dann Kotztüten, hat er erklärt, bei Boeing 747. Ja, das ist eine optische Täuschung. Das ist ein ziemlich großes Flugzeug. 300 bis 400 Leute passen hier rein. Da hinter der Decke geht es weiter. Aber weißt du was? Hier ist auch keine Stewardess. Das heißt, hier kommt keiner mit Essen, Getränke oder Snacks. Nein, guck mal, die kannst du gar nicht sehen. Nee, das lenkt jetzt nicht mehr, aber gerade ging das. Naja, muss er ja, weil das ist ja gleichzeitig, macht er das ja links auch. Also zur Not könnte ich eingreifen. Der Henrik schaut zu. Denn ich will ein Kind von dir. Erledigen war alles zu Anfang spät. Mai. War zu spät. Der Henrik kann doch noch ein Kind haben. Nein. Ach so, wenn ich abstürze. Ja. So, jetzt rechts und Lenkrad. Das dreht sich ja parallel zu dem, was er macht. Kannst du mal kurz nach vorne gehen, dass der den einen Knopf, der muss den oberen rechten Knopf, den muss er noch drehen. Nee. Den hat er nämlich vergessen einzuschalten. Wir fliegen eine Stunde. So, jetzt wird mit dem Tower-Kontakt aufgenommen. Watcher Tower, over and out. XL zieht ja, also ihr habt genug Platz. Jetzt geht's los. Wir haben sogar eine Taschenlampe an Bord. Aber pünktlich? Später mal? 10. Ja, pünktlicher, besser wie die Deutsche Bahn. Der war gut, Wolfgang. Der war gut. So, da vorne passiert erstmal nichts. So, Leute, wie sieht es denn hier aus? Jetzt können wir hier mal rausgucken. Das ist der Flügel. Die Landeklappen sind auf 30 Grad. Das ist in Ordnung. Fahrwerk ist noch draußen. Da. Ich glaube, das wird auch gar nicht eingefahren. Flightradar 24 wird es nicht angezeigt, na, das staune ich aber. Oder das Flugzeug ist so alt, dass es da gar keinen Transponder vorne drin hat, das kann auch sein. So, jetzt dreht sich das Lenkrad an, ne? Oder nicht? Gott. Wann, oh Gott. Weiß ich nicht. Jetzt geht's los. Leute, Achtung, wir sind auf der Startbahn. Ist das geil? Doch! Und ihr seid live dabei!
mich jetzt aber schon mal, weil gleich der Empfang eventuell weg ist. Also nicht wundern. Das Video könnt ihr dann später sehen. Es wird hochgeladen. Dab Dab Boulder City. Was ist los? Das ist doch geil. Aber da unten die Strecke fahren wir lang, wenn wir zum Staudamm fahren. Viel Spaß genießen es. Dankeschön. 167 Leute schauen zu. Schon in Lake Beach. Schau mal. Da. Habt ihr gesehen? Da hinten ist die Brücke vom Staudamm. Da seht ihr den weißen Rand. Das sind Kalkablagerungen. Empfang wird schlechter. Ja. Las Vegas. Achtung! Hinten Las Vegas, bitte. Da habt ihr den Mount Charleston und da den ganzen Strip. Da unten haben wir den Staudamm. Das ist geil. Das ist richtig cool. Vor allen Dingen, wir fliegen höher wie mit dem Hubschrauber. Hier links habt ihr die Marina. Da drüben haben wir den Staudamm. Jetzt fliegt der hier so eine Kurve. Mann. Eine ordentliche Kurve. Dann will ich mal einen Staudamm rüber. Na, da haben wir ihn.